Als ich vor 25 Jahren nach Berlin kam, hatten wir hier eine Eisbein-Bulettenherrlichkeit. Aber das war's denn auch. Heute hat Berlin die meisten Michelin-Sterne von allen deutschen Städten. Ich will einfach nur mal die Top 10 aufführen. Auf Platz 10 nehme ich zwei mit der gleichen Punktezahl. Das ist einmal das Restaurant Horvath von Sebastian Frank und Markus Semmlers Restaurant. Auf Platz 9 ist für mich einer der ganz jungen Garde. Jung, sympathisch, klasse. Es ist Marco Müller in der Weinbar Rutz, ein Feindining-Restaurant mit einem wunderbaren Weinangebot. Klasse. Auf Platz 8 Rheinstoff, das ist in den Edisonhöfen. Da ist Daniel Achilles. Es ist nicht mein Fall, aber ich bin da auch unbedeutend. Er hat eine große Reputation und zwei Michelin-Sterne. Platz 7, die rheinische Frohnatur, Kolja Kleeberg, ein ausgebildeter Opernsänger, der auch seine Arien schmettert, wenn er serviert. Ein liebenswürdiger Kerl, der im V eine ganz große Küche macht. Und das Ergebnis ist auch, nach anfänglichen Schwierigkeiten ist er immer ausgebucht. Auf Platz 5 nehmen wir wieder zwei Kandidaten, die ganz mit der Nasenspitze gleich aufliegen. Es müsste das Zielfoto entscheiden, das lassen wir sein. Das ist das Hugos im Interconti mit dem herrlichen Blick über Berlin und mit dem grandiosen Thomas Kammeyer, der so viele Jahre hier schon ganz stabil den Stern hält, und Matthias Dieter im First Floor Hotel Palace im Europa Center. Auf Platz 4 das Facile mit dem Michael Kempf. Der hat bei Dieter Müller in Schloss Lerbach gelernt und er hat so ein bisschen Dieter Müllers Küche mit so rüber transportiert. Ebenfalls genussvoll, ganz stark im Bereich Meeresfrüchte, Fische. Und da sind wir beim Thema Fische. Fischers Fritz heißt das Restaurant in Regent am Gendarmenmarkt. Und es klang für mich so wie nach Bratheringe und Fischbuletten. Aber Christian Lohse macht eine grandiose Küche, war der Erste, der hier in Berlin 2 Sterne bekam. Und die hält er ganz stabil. Auf Platz 2 ist der international oder besser gesagt im asiatischen Küchenbereich dominierende Mann in Deutschland, Tim Raue. Er macht eine Crossover-Küche, er holt sich das Beste aus den asiatischen Küchen und serviert es. Es ist grandios. Platz 1, nochmals eine Steigerung. Das sagt mir auch Tim Raue. Er sagt, für mich ist das die Nummer 1, die wir jetzt präsentieren, nämlich Henrik Otto im Lorenz Adlon Esszimmer. Es ist nicht billig, es ist ein Restaurant für besondere Gelegenheiten, aber der Wareneinsatz ist natürlich dementsprechend. Und Henrik Otto, den ich schon aus dem Wasserturm in Köln kenne, da hat er auch schon einen Stern gehabt, ist einfach genial und dabei liebenswert bescheiden. Das ist die absolute Spitze dieser Stadt. Diese ganze Reihenfolge würde auf den Kopf gestellt, wenn wir zwei internationale Größen der Kochkunst häufiger in Berlin hätten. Meine Nummer 1 weltweit ist Pierre Gagnaire in der Rue Balzac in Paris und er kocht im Les Solistes im Waldorf Astoria Hotel. Ähnlich ist das bei Paco Pérez. Der kommt aus dem Arts in Barcelona, auch ein 3-Sterne-Koch, ein Trüffelspezialist und deshalb liegt er mir so am Herzen. Und beide wären ganz, ganz vorne, aber sie sind nur mal Pate und darum 2-3 Mal im Jahr. Leider nur in Berlin.